Hallo zusammen. Es geht weiter mit Flintlock, The Siege of Dawn. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, ich wollte mich jetzt endlich hier um Johara kümmern. Die hinter Ankerwurf scheinbar zurückgezogen hat, beziehungsweise wahrscheinlich von Feinden umzingelt wurde. Any news from Sybil? So, das heißt, ich muss einen Weg dorthin finden. Vermute, ich muss wieder zurück in das Gebiet. Denn hier gibt es ja, wo ich schon vorgekämpft habe, denn hier gibt es ja leider keine Straße durch. Also muss ich hier den Ort links gleich verlassen, wahrscheinlich. Und dann nochmal links abbiegen. Was ist das? So, rechts geht es ja in das Gebiet, wo ich die Nebenmission erledigt hatte. Die ganzen Banditen. Ich hoffe, die fallen mir jetzt nicht von hinten in den Rücken. Weil das Komische ist, hier ist ja alles zu. Die Tür muss ich ja irgendwie aufbekommen. Da bin ich ja vorher schon mal vorgestanden und wusste nicht, wie ich die aufkriege. Ja. Ja. Tja, wie kriege ich die auf? Also entweder brauche ich da ein spezielles Schloss, oder ich mir auch schon überlegt habe, dass ich da reinschießen muss. Aber glaube ich auch nicht, oder? Nee. Hätte ja sein können. Nee. Abgeschlossen. Nur wie komme ich da außen rum? Das würde ja bedeuten, dass ich wieder... Ach, oh, diese ganzen wilden Winis hier töten muss. Und was ist hier noch? Na komm. Ja, da ist nämlich schon der erste. Ich hoffe, dass die ganze Horde, die hier früher am Start war, dass die mir jetzt nicht so. Da ist noch einer! Ida aus dem Nichts! Oder noch einer! Ach, die stehen hier scheinbar hinter den Holz, oder? Ja. Die kamen entweder aus dem Holz raus oder hinterm Holz weg. Was ist das hier? Die geheimnisvolle Wiege der ersten Zivilisation, Wandersruh, war auch der Ort, an dem die Schrift erfunden wurde, sowie Hauptsitz von Dutzend Reichen. Nachdem sich Wandersruh von seiner Fremdherrschaft befreit hatte, begründete es den Aufstieg der Despoten in den letzten Jahrhunderten und sein eigenes blutiges Vermächtnis. Aha, Gott. Kann ja nur, also besser. Oh. Was ist das denn für eine geile Waffe? Der Knalltyp-Job hier. Die Waffe ist ja mal geil hier. Was ist das für einer? Ach, der hat hier... Wieso Arme in der Lasergun? Habe ich das eingesammelt hier? Ach, das habe ich jetzt hingekriegt. Kurioserweise im Sprung eingesammelt. How come Ramahar was so much bigger than you? Bigger than? Ramahar was a runt. Back in the Great Below, she would grovel in my presence. But you still looked like a tiny fox thing. Sandstorms would cease so I could pass. The sky would dim when I'd howl. Then how? Pardon? I want to hear you. Ich finde das auch mal so interessant, was die beiden, oder wie die beiden sich unterhalten. Und ich glaube, das muss. Mal, wie geht's hier oben hin? Da muss ich meine Fahne. Und da unten ist was zum Speichern. Ne, da ist der Klassiker bei Gilda. Ach ja, herrlich. Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Bin ich nicht hoch genug gesprungen? Jetzt.
Aber ich muss hier sogar hoch. Gut. Aber dann sollte ich vielleicht da unten mal speichern und das da hinten freischalten. Macht vielleicht Sinn. Da hinten ist wahrscheinlich wieder was zum Schnellreisen. Oder ist noch was Geheimes? Weil das da unten sieht doch schon wieder extrem gefährlich aus, muss ich sagen. Also so ein Steinkreis, der keine Gegner hat. Bedeutet eigentlich immer Gefahr, muss ich sagen. Und dann auch so ein, ja, ein Ritter soll das wohl sein dahinter. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal außen rum. Ja. Hier muss ich irgendwie einen wilden Mini kämpfen. Ich, wo ist er? Gegen einen Hautlosen. Oder Hautlose, wo ist er denn? Wo ist der Herr Hautlose? Hä? Oh, incoming. Ihr wollt mich verarschen hier, oder? Wo? Wo denn? Ja, du bist der Hautlose, sieht doch gar nicht so hautlos aus. Ein Headshot. Ziemlich stark hier. Macht mir wieder keinen Spaß, muss ich sagen. Ich will ja wohl kein Gott sein, oder? So viel Schaden, das hast du auch nicht gemacht. Rennt du da auch nicht richtig, der Kerl? Das ist besser vorgestellt, diese Brandwaffe, ganz ehrlich. Jetzt habe ich ihn getroffen, während. Ich kriege noch ein bisschen Schaden von Herrn Enki. Vor allem muss ich das diesmal taktisch machen und darf nicht wieder verkacken. Wahrscheinlich erst, wenn ich den Herrn besiegt habe. So, Enki, bitte nochmal durch seinen Kopf durch, danke. Du bist aber verflucht, mein Freund. Das ist nicht mal ein guter Move von ihr. Ich wollte also bei manchen Gegnern klappt das ja auch mit dem perfekten Wegspringen. Bei manchen eben nicht. So, Enki, jetzt bitte nochmal, danke. Auf einmal ist er ein Kopf durch. Mach ihn ganz wild in der Birne. Ey! Ja, und das finde ich aber so geil, dass nur dann manchmal so in die Gegner so hängen bleibt. Gut. Oh, erledigt. Das finde ich mal so merkwürdig, dass nur dann so urplötzlich in den Gegnern stecken bleibt. Das kann ich da hochreisen. Was immer da auch Interessantes ist. Aber da muss ja was Interessantes sein. Sonst hätte es keinen Sinn gemacht, den zu verkloppen. Ach, guck mal hier. Is it me or do those statues look like you? They were probably in. Dragonerstolpe. Wenn du eine Granate wirfst, zersplittert sie in zwei Granaten. Auch interessant. By one of my visits. I travel to the above when the great below got too much to bear. And who was taking care of all the dead while you were up here? Arrangements. Manche Toten sehen immer so aus, als könnte man sie abbluten. Ich will aber kurz gucken, wo das hier hingeht. Ja, schwer zu. Das geht quasi im Kreis hier, oder? Würde ich sagen. Interessant, ich gehe da mal gucken. Ich muss aus reiner. Nur aus reiner Neugier mal gucken, was hier hingeht. Das explodiert er nicht! Der Willy Willy muss explodieren! Komm, Willy Willy! Ja, er gibt mir noch einen mit, der Willy Willy! Geil! Jetzt einmal hier im Kreis gucken, was hier noch Schönes ist. Das ist hier der ominöse Weg der Vorfahren ist. Da geht's da nach Sibyl's Tees, also da geht's. Jagged Ascent. Also hier bin ich falsch. Da muss ich wahrscheinlich irgendwann später mal hin. Wer weiß, was da noch Interessantes ist.
Was bist du denn für einer? Aus dem Nichts erwacht so ein Oger hier, doch. Ich hasse. Krieg doch schon wieder. Hab ich wieder keinen Bock mehr. Auf ab! Aus dem Nichts. Spawn hier aus dem Boden. So, hätten wir noch was? Ja, drei Getränke. Zwei Schüsse noch, ja. Interesting find. Ich muss da wahrscheinlich rüber. Also nicht hier, sondern auf die andere Seite rüber, da wo. Was ist hier noch interessant? Da stehen noch auch welche, oder? Was ist das für ein Weg? Es gibt's doch nicht. Ich habe mich doch abgefedert. Kurz vorm Boden. Naja, gut. Das Spiel ist merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, dann bin ich mal gespannt, wo ich jetzt mein... Wo ich jetzt hier meinen Ruf finde. Oben drauf wahrscheinlich. Ja, da oben klebt er wieder. Also ganz merkwürdig. Ich muss doch hier runterkommen. Ohne zu sterben. So. Hier geht es komischerweise. Da drüben nur nicht, egal. Wird er da gleich wach, der Kerl? Oder was chillt er hier rum? Ne, das sind normale tote Menschen. So, wo geht's hier hoch? Hier sind auch wieder wilde Soldaten. Was ist das hier? Ach, ja. Hey, sind die Soldaten weg, die hier gerade waren? Ich werd verrückt. Also, was ist das da vorne? Ein Palast? Wieder Weg der Vorfahren. Aber ich muss 200. Also entweder muss ich darum hin. Ich kann es natürlich mal hier rumprobieren. Andere Waffe, der ist gepanzert, so halb wenigstens. Okay, der war gepanzert, ja. Und du? Bist du auch gepanzert, mein Freund? Liegt der Ahn. Ach, das ist wieder hier so ein Gebiet, was ich hier bekämpfen muss. Hunderte von diesen Gegners hier am Start. A blessing. Thank you. Der sieht ziemlich stark aus, der Kerl. Also kriegt er jetzt einen Headshot ganz ruhig. Ja. Nochmal. Alter, der hält was aus, der Willi hier. Ach, das ist der Commander auch. Ach, ich hab gleich den Oberboss erwischt. Na, ganz großes Kino. Ich hab gleich den Oberboss erwischt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Oberboss hier gleich am Anfang steht. Und der steht wieder in... Der steht hier wieder im Gebüsch. Ich aber auch. So ein Mist hier. So, Commander Tschüssikowski. Habe ich ja Glück gehabt. Also, so, war das jetzt hier der Chef der Bande? Ich hoffe. Was ist das für eine Rauchsäule? Da oben steht auch, da oben kann ich wahrscheinlich wieder... Ach, sind hier meine Jungs wieder? Wahrscheinlich, oder? Rauch heißt ja immer Lager für mich, ne? Würde ich mal sagen, das sind meine Jungs da, oder? Kann ich jetzt wahrscheinlich aktivieren. Da oben ist noch was zum Schnellreisen, sehe ich gerade. Da müssen wir aktivieren. Den Kochpot hier. Reisen die jetzt hinterher, meine Jungs? Oder ist das nur für mich? Stimmt. Das ist immer cool. Dann kann ich ja mit dem mal reden. Mal gucken, was sie mir erzählen. Haben auf mich gewartet. Aber verbessern darf ich hier nichts wahrscheinlich.
Ja, das ist eine graue Waffe. Es ist die Frage, ob sich das lohnt. Donnerbüchse. Die ist ja gar nicht so schlecht. Bass-Donnerbüchse. Da darf ich nicht. Die ist zu schwach. Das Hämmerchen geht auch nicht. Da kann ich höchstens Bass-Donnerbüchse noch verbessern. 10 Schrotkugeln. Ja, aber momentan benutze ich ja das Blinkers. Kurz was überlegen. Muss ganz mal gucken. Ich benutze hier den Flächenbrandmörser und hier die Norse-Pistole. Und vielleicht kann ich mit der Stulpe noch was anfangen hier. Dragonerstulpe. Ja, dann krieg ich wieder Schwarzpulverladung. So. Kann ich bei dir noch was verbessern? Good news from the right. Der braucht richtig Ruf, der Kerl. Muss ich also nächstes Mal machen, heißt das. Und er hier? Moment. Einen von den beiden Helmen habe ich jetzt ja gerade auf, oder? Hexerhelm habe ich, glaube ich, auf. Ja, Hexerhelm habe ich auf. Gut. Dann würde ich doch mal hier verlassen drücken. Thanks, yeah. Ja, danke schön, bitteschön. So, jetzt wie komme ich da oben hin, um den Apparat da oben auszulösen? Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt viel zu voreilig war, um das hier aus, um dieses Gebiet freizuschalten. Ich hätte wahrscheinlich den anderen Weg gehen müssen. Ich bin jetzt ja nur hier rum, weil ich gegen diesen Hautlosen. Ich habe diesen Hautlosen gekämpft hatte. How did anyone ever make anything like them? With passion, artistry and a lot of heavy lifting. Next you'll tell me you were there for it. Not at all. I was stuck in a small desert island a month's sail away from Argent at the time. What were you doing there? I was what was I doing there? Wie darf ich nicht hin? Was ist das denn? Jetzt. So, wo ich das hin? Ist da irgendwo was drauf, heißt das, wenn ich da hinspringen darf, oder? Aber ich sehe gerade nicht, was mir das hier bringt, hier hochzuspringen. Ist hier oben irgendwas? Hier muss was sein, oder? Ist das ja. Das ist ja. Sinnfrei, oder? Nur wegen des Toten hier auch interessant. Sonst ist hier doch nichts, oder? Wenn jetzt hier eine Enki-Feder so versteckt gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das passt einigermaßen so. So, da oben geht's hoch. Vielleicht für später irgendwas Interessantes. Na gut, von da oben runterspringen macht eigentlich auch keinen Sinn. Aber dieses Gebäude hier, Blick der Ahnen heißt das ja, das muss ja irgendwas Wichtiges sein. Enki hat es ja vorher erklärt, wer das gebaut hat. Aber hier darf ich wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Oh, ja. Und da darf ich sogar. Oh, oh, ein wilder Willi. Also ist hier was Geheimes drin, wenn das so schick gemacht wird, oder? Du kriegst einen Headshot an die Sache. Was? Eigentlich müsste ich ihm doch jetzt hier mal seine Rüstung weghauen können. Weil das hatte ich doch auch freigespielt. Rüstung wegkloppen. This place, ich habe es gerade zugehört. Irgendwas hat ja gesagt, this place is locked oder so. Habe ich aber gerade nicht so wirklich aufgepasst. Oh, jetzt hier hin. Also hier komme ich nicht mehr zurück, heißt das? Gut. Entweder geht es jetzt hier zu Johara oder ich habe hier gerade ein Geheimnis gelüftet. Oh, Wasser, das mag ich ja noch gar nicht. Ist hier was Geheimnis, ich sehe schon. Kann man hier irgendwo reisen, bestimmt. Wo geht's hin? Da hoch.
drüben ist auch noch irgendwas zum Abbluten, aber nur wieder ein Knochenmann. Hier geht's wieder nach oben. Nur wie komme ich hier hoch, ohne zu sterben? Das könnte fummelig werden. So, hier geht's hoch. Gut. Da ist noch so ein Wilder. Ein Wilder. Da geht's eben so eine Art Palast rein. Das ist wahrscheinlich der Palast, der vorne geschlossen war. Oh, oh. Hey! Such einer! Ganz Wilder! Lock, 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 so. Wahrscheinlich muss ich auch immer dran denken, kämpfen, Schaden nehmen, trinken. Das, vielleicht habe ich das auch früher mal zu wenig gemacht. Oder im falschen Rhythmus. Blick da an. Ach, hier ist... So, spawnen jetzt hier noch welche? Nö. Ist irgendwas Geheimes, glaube ich, oder? Würde ich mal behaupten. Antwort des Schreibens Magus. Magus, der Gott in Wandersu hat die Region ins Chaos gestürzt. Seine Armee strotzt nur so vor Kraft. Ich konnte einige der Gläubigen bei mir halten, damit wir in deinem Namen von der Situation so viel wie möglich profitieren können. Segne und schütze uns deine Sklavin Ira. Oder ja, Ira soll es wahrscheinlich heißen. So, um diese Infos. Na, geht's noch weiter. Ich wollte sagen, um die Infos zu kriegen, habe ich mir jetzt hier durchgekämpft. Ja, gut. So, nun. Ist da drüben was versteckt? Nee. Das kann ich auch nicht aufschießen. Da ist auch nichts mehr versteckt. Gucken wir hier weiter. Something's up. Be ready for anything. Oha, ja. Moment. Habe ich noch den Flächenschadenmacher? Das ist nur einer, oder? Ich hab doch geahnt, dass noch einer kommt. Wie hab ich das denn gewusst wieder? Dass noch einer kommt. Das war doch ein guter Move jetzt hier. Tschüss. Noch einer? Ich höre noch einen. Ich höre noch einen wilden Mini. Über mir? Also hinten stand noch einer, den habe ich gerade gesehen. Aber das klingt, als wäre hier drin noch. Hä? Das ist. Wer hier Koloss von Rollers irgendwo am Start und wird hier Porzellanzentrum an. Ach, der hat Brandsätze. Supi. Hab ich ja Glück gehabt, dass er mich nicht richtig getroffen hat. Hier oben haut noch einer Porzellan kaputt. Ja, hier muss ich wahrscheinlich wieder hart kämpfen, ja, nehme ich an, oder? Das werde ich nicht auslösen dürfen, ohne zu kämpfen. Doch. Dann rasten wir mal schnell, dass das mal freigeschaltet ist, das Ding hier. Also da oben stand schon wieder so eine komische Gestalt. Ist die Frage. Ach, die hat diese... Was bist du denn für einer? Die hat diese Porzellan-Töpfe kaputt gemacht. Der versiegelte Herr, ich bin begeistert. Die Frage, wie kann ich den am besten verkloppen? Mit dem Hämmerchen hier? Nee, der Hammer ist nicht gut. Ich glaube, ich muss hier noch Brandschaden machen. Ich muss ja beispielsweise weg so. Noah braucht ja immer ein bisschen, bis sie. Oh, der macht. Aber warum springt durch den Ohren an meine Form weg? Also der scheint hauen zu können. Und Bomben! Der schießt Bomben ab! Alter! Und ich hänge da fest! Weil ich auf dem Brand bin und was mal ganz regelt hier. Ach, der kann so brennende Flüssigkeit, kann der hier loswerden. Hier ist man wahrscheinlich, wenn ich da reinrappe, oder es waren die Gefäße,
Jedes Mal, wenn ich da reingeschossen habe, dann, ja. Ist das halt explodiert. So. Aber außer, dass hier eine schicke Truhe ist, ist hier nichts mehr. Das muss ich sagen, das habe ich so ein bisschen... Was ist das denn? Hammer des Magus. Mit dieser Hammer... die diesem Hammer inwohnende Magie führt Gegnern Zermürbung zu. Der Magus war Bergmann, ehe er sich freiwillig meldete. Angeblich habe er einen Hammer geschmiedet, der alles breche. Das Teil hat bereits eine ganze Mine auf dem Gewissen. Aha, interessant. Vom Bass kommt die Meldung. Na gut. Jetzt habe ich hier wieder irgendwie Schnellreise freigeschaltet. Also hier hätte ich gar nicht hingemusst, heißt das. So, da drüben geht es nicht weiter. Oh ne, muss ich dort nehmen? Ach, der ist wieder gespawnt! Das war der, der vorher schon bewacht hat, der Knaller! Ey, nur! Bums, auf die Rübe! So. Tschüss, jetzt gehe ich meine Jungs besuchen. Vielleicht kann ich jetzt wieder ein bisschen was aufrüsten mit 5200. 67 an Ruf. Das werde ich mal ausprobieren. Und dann sehe ich mal zu, dass ich Richtung Johara komme. Vielleicht war es gar nicht verkehrt, hier diese Abkürzung zu nehmen. So. Du kannst wahrscheinlich immer noch... Ja, ich bin beschäftigt. Jawohl. Nee. Ja, da fehlt mir Holz. Habe ich Ruf fehlt. Na top. Hallo. Ja, deine Arbeit ist super, Brody, aber ich würde gerne was für... Hä? I hope my work has served you well so far. Jetzt habe ich dicke Finger gehabt. Aber fehlt mir Schwefel. Pionierhelm, dann mache ich den noch ein bisschen besser hier. Stufe 4. Zusätzlicher Schusswaffenschaden. Ich habe den gerade auf. Der macht Zermürbung und Schaden 48, der macht Schusswaffenschaden 36%. Ja. Hexerhelm, Pionierhelm ist die Frage. Und Schusswaffenschaden macht ja nur Sinn. Safe travel, Stepper. Good to see you. Aus der Ferne kämpfe. Also gegen starke Panzer, die ich einen Headshot geben kann. Jetzt habe ich natürlich alles verbraucht, dann brauche ich hier nichts mehr zu verbessern. Ne. Gut, verlassen. Da will ich aber mal speichern kurz, egal ob die Gegner wieder spawnen. Und ich kann mir kurz noch was zu trinken holen. Ah, Glückswein kratzt sich, Gott. Hast du Flöhe, mein Freund? Ich hoffe nicht. So, jetzt ist die Frage, darf ich hier einfach jetzt wie so ein Wilder... Da oben kann man nicht hier hoch. Ja, da ist auch was zum Einschalten, würde ich sagen. Wie komme ich da hoch? Da ist wieder... Da ist einer, sieht aus, hätte dann ein Geweih auf dem Kopf. Zu gepanzert ist er nicht. Ist nicht gepanzert. Auch nicht gepasst, oder? Wenn ich dich mal vorhin kaufe, bin voll am Kopf, so. Feierabend, der da auch mit dem Geweih. Ist das ein Gegner? Ist ein Gegner, oder? Geweih auf dem Kopf? Bist du ein Gegner? Oder bist du ein Freund von diesem Gegner, oder? Headshot? Jo, der tritt genau in sein Helmchen rein. Perfekt, weg, zack. Nur ist die Frage, wie kommt man da hoch? Ich vermute, das kann ich erst freischalten, wenn ich auf der anderen Seite bin. Dann kann ich von da aus wahrscheinlich hier runterreisen. Nehme ich an. Weil, wie soll ich hier hochkommen? Hoppla. Hier geht's nicht hoch. Oder ich muss da oben steht einer mit einer Waffe.
Hier war ich noch. Doch, den habe ich doch schon besiegt. Moment. Ach ja, ich habe ja wieder. Ach ja, ich habe ja wieder. War ja am Lager. An sowas muss ich natürlich mal denken. Oh, den lock ich jetzt erstmal weg, den Herrn. Bisschen verwirren, würde ich sagen. Komm. Angriff und Sprinten, das gab jetzt ordentlich Pluspunkte. Wo ist der letzte? Es gibt so hier. War doch gerade noch einer. Der kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder aus dem Nichts. Unten kann ich noch was zum Reisen einschalten. Da waren noch gerade zwei Soldaten gestanden. Ich meine, so blind bin ich ja nun auch nicht. Jetzt kommt da bestimmt gleich einer wieder aus dem Nichts. Ich ahne es. Ja, das ist zum Hochreisen, aber wahrscheinlich ist das der einzige Weg, wie ich da hochkomme. Wobei, wozu ist das hier gut? Da oben freigeschaltet? Naja. Ah ja, Moment. Salto. Ah ja, das ist das, was ich vorher nicht geschafft habe, hier hochzukommen. So, mal volle LP. Das ist doch bestimmt dieses komische Dorf hier. Na, 5 von 15 oder so. Das mache ich jetzt so aus Spaß nebenher. Ich weiß nicht, ob das für was gut ist für mich. Ob ich das haben möchte. Oder ob ich die Muße habe. Nein, ich haben möchte. Also jeder Loot tut ja wirklich auch gut. Aber ob ich die Muße habe. Ob ich die Muße habe, das Spiel so lange durchzuspielen. Ah, da hinten ist ein Fässchen, da muss ich mir einsammeln. Ach, und hier ist die ominöse Tür. Das sah aus wie ein Fässchen, was ich einsammeln muss. Und komme ich von. Nee. Von der Seite komme ich wahrscheinlich erst raus, wenn ich die Gegner hier verkloppt habe, oder? Was heißt das doch für mich, dass die Gegner sind? Ach, der da. Anderes Hämmerchen! Komm mal, ich kann anderes Hämmerchen bitte. Danke. Jetzt kann ich die Tür öffnen, dann bleibt das hoffentlich dann auf. Kann ich jetzt öffnen? Ja. Das hieß, der Balken vorher hat einfach nur bedeutet, also der andere Balken von der anderen Seite, dass die Tür von innen verriegelt war. Das habe ich zuerst nicht gepeilt. Da ist wieder eine Truhe. Habe ich denn alle Gegner jetzt verkloppt? Ich glaube, oder? Raus. Schockgranate. Oh, nicht schlecht. Hab ich keine mehr. Also Schockgranaten hatte ich, glaube ich, noch nie welche gehabt, oder? Getränk. Explosionsgranate. Brandgranate. Ja, wahrscheinlich muss ich die dann ausrüsten. So. Und nun muss ich doch irgendwie rüber, heißt das doch für mich, ja? Ist noch einer zum Anbeten? I'll cherish this. Ich glaube, wenn ich wieder runtergehe, das ist wieder Quark mit Soße, oder? Ich glaube, dann schneide ich mir ins eigene Fleisch. Ich hatte hier doch noch. Moment. Da hinten. Moment, jetzt muss ich mich. Da, von da hinten bin ich gekommen. Da hinten raucht es. Dann habe ich hier oben doch auf dem Hügel dieses Schnellreiseding gesehen. Wo war das? Ich könnte mir vorstellen, dass ich da oben noch hin muss. Oder kann. Vielleicht ist das auch mal. Das macht jetzt aber keinen Sinn mehr, oder? Und da ist noch ein bisschen Loot.
alles nur Loot. Gut. Kein Gegner kann im Kreis laufen. Damit. Welcome find. Da habe ich noch einen Kreis. Hier geht's wieder runter. Also ich habe den Eindruck, dass ich... Ja, jetzt laufe ich im Kreis. Außer ich habe irgendwas übersehen. Hier ist das... Ach, das du. Das muss ich wahrscheinlich aktivieren. Aber das ist nicht das, was ich vorher gesehen hatte von unten. Wo ich das hin? Das führt mich dann da. Auch da geht's weiter. Ah, ja, dann... Machen wir Aktion Schnellreise. Meine Luftreise Schnellreise. So, das würde Sinn machen, wenn ich von da aus jetzt darüber käme. Da vermute ich. Ist hier auch noch was zum Einschalten. Da oben muss man noch irgendwie hochkommen. Da wird doch was sein. Und hier sind wieder. Aber hier ist nichts mehr zum Einschalten. War das das, was ich doch. Ich hatte den Eindruck, dass, als hätte ich das woanders gesehen. Diesen Luftreisepunkt. Egal. Vielleicht finde ich den noch. So 84 Meter. Ich muss nach oben irgendwo. Ja. 92 Meter. Jetzt muss ich darüber. Also dahinter irgendwo. Schön. Ach, da muss ich da hinten diese Stufen hoch. Gut. Das habe ich vorher beim Kämpfen hier nicht gesehen. Aber eigentlich muss man ja nur auf den weiß getünchten Boden oder auf weiß getünchte Stellen bzw. weiße Fähnchen also achten. Das ist ja immer ein Zeichen, dass da weitergeht. Aber den habe ich schon. Nee, was? Come on, man. Hier war ich doch schon, bin ich doch hergekommen. Hey, ich raff jetzt alles noch nichts mehr. Jetzt wieder 140 Meter. Ich werde, wenn ich da runtergehe. Ich bin doch von hier gekommen. Jetzt bin ich arg verwirrt, ganz ehrlich. Das sind 140. Aber von hier bin ich doch gestartet. Ich raff's nicht. Oder hätte ich hier gar nicht hingedurft? Bin ich hier falsch gelaufen? Ich muss mal schnell reisen. Irgendwas ist hier ganz daneben bei mir. Jetzt bin ich ja wieder ja, im Weiler, also bei der Wirtin drin. So 58 Meter nach unten. Genau, da bin ich durch. Thank mercy, those ruffians are gone. Now we can travel in peace. So, direkt habe ich ja vorher festgestellt, komme ich da nicht hin. Aus dem Grund bin ich außen rumgelaufen. Wenn ich außen rumlaufe, oder habe ich hier was übersehen? Muss man hier noch. Vielleicht so einen Schnellreisepunkt einschalten. Any news from Sybil? So einen Luftpunkt. Ich muss ja. Ihr Aufgabengebiet, Ankerwurf. Ja, super. Ach, ich muss da gar. Ach, ich bin doof. Ich muss da gar nicht hinter. Ah, Denkfehler. Ich hätte nur in dem Dorf rumrein müssen. Das hätte ich die ganze Zeit schon machen können. Nee. Das ärgert mich jetzt. Ich habe dann falsch geguckt. Ich habe gedacht, ich müsste hinter diese Felsformation. Das heißt, hier wird. So, das sieht noch wichtig aus hier. Hier wird irgendwo Johara sein. Ah. Wer erstreckt sich das denn? Es ist nur wirklich hier. Hier irgendwo. Du machst Fische. Das ist doof, ganz ehrlich, das ärgert mich jetzt. Aber gut, wenn ich nicht versehentlich falsch gelaufen wäre, hätte ich das andere ja gar nicht gefunden. Da wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen, so spontan. Wobei es da, glaube ich, noch mehr zu looten gibt. Kann ich aber... So. Also. Da unten angeln zwei, aber da wird Sybil, nicht Sybil, Johara nicht sein. Ja, hier ist wieder Schicht im Schacht. So, da unten ist mein. Ich glaube nicht, dass ich da rauslaufen muss, oder? Ne, das ist Quatsch. Ne, das ist zu weit. Hier unten vielleicht drin? Ne, hier war ich doch auch schon. Tja, wo könnte ich sein? Finde heraus, wo sich Johara aufhält. Also ich glaube nicht, dass ich die Person
finde in dem Sinne, sondern vermute, ich finde jemand anders, der mir Tipps gibt oder irgendwelche Informationsblättchen, Briefe etc. Da hatte ich hier vorgeguckt. So, der eine hat ja vorgesagt, was mit Sybil ist. Bist du das gewesen? Ne, der war, glaube ich, hinter mir, das erzählt hat. What's with Sybil? Jetzt kann ich vielleicht mal oben drauf springen, denn hier oben hatte ich ja, bevor ich diesen Weiler hier befreit habe, musste ich hier oben ja gegen. Ne, da komme ich nicht hoch, schade. Da kommt sie wieder so halb hoch, gut. Musste ich ja gegen Any news from Sybil? Ne, ja, du hast es gesagt, gut. Aber warum sollte sie da oben auf dem Turm sein? Das ist ein runden Turm, aber der ist doch auch zu weit weg, der runde Turm. Ha. Oder vielleicht der runde Turm? Wie komme ich da rein? Vielleicht hier außen hohl? Oh, hier ist zugemauert. Komme ich nicht. Das könnte ja so eine Art Aussichtsturm, Gefangenenturm oder sowas sein. Könnte, muss nicht. Hier komme ich hoch. Da war ich drauf. Dann bin ich da damals hochgesprungen, habe den. Hab hier oben den Gegner beseitigt. Dann muss ich doch da hoch. Aber dann muss ich jetzt perfekt einen Sprung finden. Ne, da kann sie. Da, jetzt die Tür offen? Hä? Warum ist jetzt die Tür offen, weil ich da hochgesprungen bin? Komm, lass ihn jetzt! Packed up and left already. Damn. Looking for the one with the blue jacket? Stinks of black powder. Wieso? Was ist jetzt. Weil ich da oben auf dem Dach war oder so. Deshalb konnte ich jetzt rein. Interessant. Sounds like them, yeah. They left as soon as the dead came to first anchor. I tried to talk them into hiding with the rest of us, but it didn't work. They would have been found anyway. The dead are all over this place. Said they were headed to Back Harvest. Only way there is through jagged ascent. You could still catch them if you hurry. I best get going then. Ach, und jetzt muss ich in die Richtung, wo ich hergekommen bin. Na gut. Zerklüfteten Anstieg? Doch, da war ich doch vorher. Ich glaube, das hieß so. Thank mercy, those ruffians are gone. Now we can travel in peace. First it was bandit. Ah, dann reise ich jetzt mal hier. Wie gesagt, da war ich ja schon. Sehr gut im Anstieg. Ach ja. Ich habe hier schon alles freigeschaltet. Hier jetzt der zerklüfteten Anstieg. Und die Gegner hatte ich ja auch schon alle verkloppt. Ja, und hier habe ich doch auch schon. Hier war ich doch auch schon mit den vielen Toten. Kann mich dran erinnern. Wahrscheinlich den Weg dahin finden. Hauptsache meist nicht wieder so ein Lauffehler an Lauf. Da hängt was aus. Was ist das? Ein Spiegel mit einem Plakat, kann ich aber nicht lesen. Muss ich wahrscheinlich hier den. Ne, der geht in die falsche Richtung der Weg, oder? Muss ich da irgendwie hoch? Aha, aha. Also wie gesagt, ich war ja schon, sonst wären ja die Schnellreisewege nicht freigeschaltet. So. Ja,
müssen wir da wahrscheinlich hoch. Das erklärt nämlich auch, warum hier oben Gegner waren und ich hier diesen dicken Ogre da unten verkloppen musste. Ja. Kämpfen wir? Was machen die da? Ach, jetzt habe ich hier wieder Kai Gustav dabei. Ihr kriegt jetzt ein bisschen Feuer an Rüssel, Jungs. Sag mal. Messi. So brennen die nicht, diese Leute. Ja, sicher, du explodierst wieder direkt vor meinem Rüssel. Leider. Champion ist wieder stark wie Lumpi. Gut, hätte ich wahrscheinlich wieder auf die Schnelle die Waffe wechseln müssen. Weil die Chefin oder immer das auch war gerade, war gepanzert. Weil die Anführerin und dieser und diesen Trupp. Das heißt doch für mich, ich muss wieder wie so ein Weltmeister kämpfen. Tschüss. Hier kommt gleich der nächste. Hier hatte ich ja auch schon mal einen verkloppt. Ich wollte ja nur gucken, was hier oben ist. Aus Neugier. Soweit bin ich ja schon gegangen. Oder bin ich ja umgedreht, weil ich nicht wusste, ob das sinnvoll ist, da weiterzugehen. I may no longer be in the great below, but the processes of death continue. The door is still in place. Then what was your job down there exactly? You wouldn't understand. Suche Johara im zerklüften Anstieg auf, ja. Und ich vermute, man diese wilde Felsformation, die hat ja irgendwas zu bedeuten. Oh, das ist wieder einer hier mit Rocket Launcher Arm. Er kann schießen, ich will. Pudi! Ich glaube, zwei Stückchen ist übertrieben. Ja. Aber wenn ich hier drin. Ich weiß nicht, ob es hier drin. Das sieht sehr göttlich aus. Ja, so mit Gold und so. Das könnte natürlich eine Götterunterkunft sein. Wenn ich hier gleich gegen Gott kämpfen muss, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht so viel Getränk verlieren. Oder. Was ist das? Ja, Yenayas Geschenk. Teil 1. Nachdem er Wandasru erobert hatte, entwurzelte Ilun, der Oberer, Inyanas heiligen Apfelbaum und setzte ihn in seinen eigenen Palastgarten ein. Bald wurde der Kriegsherr von einer auszehrenden, unbehagenden Krankheit heimgesucht. Da brannte er den Baum nieder. So, Gott. Hier sind wieder diese Zeichen. What's wrong? Oh, böse Falle. Was ist das da unten? Ah, Enki. Irgendwas? Ich ahne Böses. Da habe ich. Das ist doch hier so ein Altar, den ich anbeten darf. Wahrscheinlich darf ich jetzt nicht anbeten, oder? Nee, ich darf jetzt nicht anbeten, oder doch. An dem muss ich mit ihm reden. Whose temple is this? My travels above came with a price, more. But others had to pay it. Was that the arrangement you were talking about? Yes. Müsste ich ja theoretisch meine LP-Leiste erhöhen. Das ist ja schon mal gut. Mein Problem ist nur, dass die Getränke, die ich zu mir nehme, die Leiste ja nie voll kriegen. Einzig, wenn ich raste, sind meine LP voll. This temple belongs to Inaya, the goddess of life. She's not here, is she? Inaya is nothing like the others. She is compassionate, understanding. Sounds like someone special. Hier ist mal oben rum. Inaya's work always took precedence. It was her pride and joy. Sounds like you didn't care much for yours. I couldn't stay in the great below. She wouldn't leave. So you left her down there.
I did everything in my power to ensure that the cycle would persist, but I can never make it up to her. I know that much. Hier ist was zu lesen. Inayas Geschenk Teil 2. Inaya war zornig, als Ilon ihren heiligen Baum niedergebrannt hat. Sie ließ seine Ernten verdorren und überzog sein Vieh mit Geschwüren. Dann pflanzten Ilons Kinder die übrigen Äpfel des Baums vielerorts ein und bewässerten sie mit Blut ihres Vaters. Und Inayas Zorn war besänftigt. So, so. Jetzt hier weiter? Oder muss ich da... Da oben ging es auch noch weiter. Ah, haha. Gucken wir doch erstmal hier, was hier oben ist. Wahrscheinlich kann man hier mit wieder zwei Stellen weiter, oder? Oder auch nicht? Oder, doch, Moment. Das ist die Frage. Was ist da unten? Nicht, dass ich da etwas Interessantes übersehe. Von hier aus sehe ich erstmal nichts. Vielleicht kann man hier auch auf zweierlei Art hin. Ich guck mal. Da unten ist was. Ah ja. Wahrscheinlich, wenn ich da runter springe, bin ich tot. Ne, dann gehen wir mal zurück. Das ist auch zu hoch. Noch einmal tiefer, bitte. Danke. So, probieren wir mal hier weiter zu gehen. Nein! Also manchmal springt sie extrem weit. Manchmal auch nicht so. Aber hier gibt es so ein Knochenmännchen und... Schwefel, ja. Oh, jetzt muss ich ein Sprengfass finden. Da ist es. Ich habe schon gedacht, ich bin dran vorbei. Da hätte ich wieder zurückgegangen. Aber das steht ja diesmal praktisch gut versteckt. Munition habe ich auch noch genug. Abstand, nicht, dass ich wieder Eigenschaden kriege. Ach ja. Ich hab auch nicht anderen gerechnet. Ich wollte ihm noch sagen. Oh, was bist du? Hast du den Anzug mit deinen Willis? Zwei Köpfe, die verbrennen? Na cool, die verbrennen. Dann warten wir noch mal ab, bis du auch abgebrannt bist. Manchmal hilft das ja zu warten. Der ist auch, oder? Verbrennt er? Jetzt verbrennt er. Ist manchmal dubios mit den Gegner. So, jetzt habe ich natürlich nichts mehr zum Schießen. Egal für welche Waffe. Ja, gut. Habe ich jetzt Pech gehabt. Ich hoffe, ich muss jetzt hier keine... Oh, ja. Kann ich da reisen? Keine weiten Sprünge mehr machen. Weitschüsse mehr machen, wollte ich sagen. So. Ist wahrscheinlich wieder der Weg zurück hier, oder? Oder geht's hier hin? Seht ihr mich? Way back. Way back? Nee. Way back hat sie, glaube ich, gesagt. Das war jetzt aber so laut, in dem Moment, wo sie den Schalter betätigt hat. This climb is pretty steep. Are you sure Yohara came this way? They probably picked the hardest route just to make me suffer. Yet you're going after them all the same. No choice. They're a sapper first, a bastard second. Aha, da muss ich gleich kämpfen, heißt das. Wahrscheinlich gleich einen kleinen Bosskampf oder sowas. Aber die Zeit vergeht ja Wahnsinn. Feeling pretty good. So, pretty good. Auch pretty good hier, weißt du. Oh oh, das sieht sehr verdächtig aus. Ist was Totes, oder? Ja, es ist Yohara, oder? Das ist er.
Duckwort? Hanshi! Your years above have been unkind. Jetzt habe ich Gott am Start, oder was? Who's talking? There is no glory in killing you. Not when you're this diminished. Get rid of them. Enki, is this some kind of sick joke? Da ist ein Gott hier? Wo ist er denn? Kann er wegspawnen? Ja, komm! Oh. Lebst du noch? Ist er tot? Der lebt noch, oder? Der kann aber spawnen! Ist das geil, Omar! Ah, ist das krass! Das mag ich aber gar nicht so was! Das sieht aus wie ein bisschen Doppelhit, mal zu sagen. Super! Tschüss! Muss weg, ey! Die haut sich hier flott, die Alte! Und keine Munition mehr? Oder habe ich noch Munition? Weiß ich nicht, welches Hämmerchen für sie hier besser ist. Eigentlich das Wasser. Enki, jetzt komm, jetzt greif sie doch mal an, ihr du Nuss. Richtig ausweichen kann ich hier bei ihr auch wieder nicht. Wahrscheinlich muss ich das Ganze frei machen. Ja, jetzt ist auch geil. Wehrt sie mich da ein, in sich selber drin quasi. Ausweichen kann ich auch nicht. Ja, super. Ich hätte doch fast geschafft, aber das ist hier wieder, ich denke mal, wieder buggy as fuck, wie man so schön sagt, die Stelle. Ich vermute, der Entwickler hat sich wieder überlegt, dass man diese Gegner, super, bin ich oben mit, ach krass, Omar, dass man diese Gegnerin nur wieder auf eine ganz spezielle Art und Weise töten kann. Ich weiß. War das jetzt vom Gott? Da unten die? Kann ich jetzt überspringen, das Gelaber gleich? Hä? Ich steck schon wieder fest! Also, das ist bescheuert gemacht hier. Darf ich hier nur auf dem Felsplateau kämpfen oder was? Welche Wasser bin ich verkackt oder wie? Ich kann nicht mal schießen! Also hier ist irgendwas oberfaul, ganz ehrlich. Man hat es ja gerade gesehen. Das kam mir vor, als wäre ich mit den Füßen irgendwas klebrig stecken geblieben. Und schießen konnte ich auch nicht, obwohl ich 4 Schuss hatte. Also wenn das gleich in die Hose geht, ganz ehrlich, dann stelle ich wieder auf. Auf einfach mit unendlich LP hoch, denn ich, wie gesagt, nicht in Bossfights, die müssen sein. Die machen ja auch teilweise Spaß, aber nicht, wenn sie nicht funktionieren, dann machen sie keinen Spaß. So, die springt ja mich rüber. Ja, hier, die gibt mir One-Hit und zack! Und ich kann nicht mehr ausweichen! Was soll ich das denn machen? Das ist doch wieder. Das ist wieder zum Kotzen, das ehrlich. Darf ich nur springen, wenn ich hier. Ja, hier, wozu habe ich denn hier meine Fähigkeiten? Mann, ganz ehrlich! Sie selbst kann ausweichen. Sie selbst kann das, ich kann das. Ja, hier. Sie kann immer moven und mir in die Fresse hauen, wann sie will. Ich muss 5 Sekunden trinken. Sie braucht das nicht. So, jetzt, ja, ganz ehrlich. Das macht gerade keinen Spaß. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Das nervt. Also das nervt mich am Spiel. Auch wenn das jetzt wieder beschiss ist, aber ich bin ehrlich, ich will das so schnell wie möglich fertig kriegen. So, komm. Ah, Mist. Besessen, bloß nicht ins Besessen, entspannt und
Ist mir jetzt egal, ganz ehrlich. Hallo? Darf ich das hier nicht? So, jetzt. Komm. Bin ich ganz ehrlich. Das ist für mich ein RPG mit Souls-like-Elementen, aber die Souls-like-Elemente, die überwiegen hier nicht nur. Ich meine, das darf ja auch alles sein. Wenn das Balancing vernünftig wäre. Ganz ehrlich. Man rennt hier stundenlang rum. Ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, um jetzt hier gegen diese doofe Nuss hier zu kämpfen, die mir jetzt gleich wieder einen auf die Fresse gibt. Hier. Ich kann nicht mehr... Wozu hat nur eine Verteidigung? Ich habe mal so ein bisschen den Eindruck, den kann sich eine Verteidigung kann nie bei Gegnern einsetzen. Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. So, wozu habe ich Verteidigung? Kann ich nicht benutzen? Hier. Das muss wieder weg. Gut. Jetzt stecke ich Böden fest, ihr Lieben. Jetzt müsst ihr euch am Kopf trennen. Ganz egal, habe ich unendlich LP. Das ist hier. Ich kann mehr schießen. Ich meine, das ist das Gute an diesem halben Souls-like-Spiel, dass man weiterkommt. Mit dem Beschiss, der schon wieder nicht von Höhe schießen. Ich wäre jetzt tot gewesen, 100%, ja. So denkt, wie das Ganze muss man halt dreimal machen, nehme ich ab. Ich glaube nicht, dass es ein Gott ist, sondern ein Mini-Boss hier. Boss, habe ich natürlich. Das war kein Gott, oder? Nee. Egal, ich... Kanalisierung freigeschaltet. So, wie komme ich jetzt? Knee deep in another mess, I see. Just get me out of here, Gahara. Fine, cover your ears. Sprengst du mir jetzt in die Luft? Ich stell gleich wieder um auf... Ach, das ist eine von meiner. I never thought I'd be happy to see you. The feeling isn't mutual. What are you doing here? Fascinating. You're ruder than I expected. Why is it talking to me? Luca got your letter. He's camped down the road with Baz and Young, the Fort Master. We're here to help. Never mind that. Wanderer's Rest is a ruin. There's nothing for the Coalition here. We should leave while we still can. I thought the same about the Peaks, but we still pulled through. You don't get it, do you, Vanek? There was some kind of huge battle. A god took over Sybil. It's over. You meet the others at the camp, and I'll take a look at the city myself. Well, it's your funeral. And Vanek, thanks for saving my brother. Ja, ich hab's geahnt, dass ich hier nach Sybil zum Schluss muss. Das wurde ja auch schon die ganze Zeit erzählt. Bevor ich jetzt meine Fähigkeit wieder verliere. So, ich hoffe, ich kann das jetzt... Und links am Schwierigkeitsgrad. Jetzt konnte ich das buchen. Ohne Probleme. Ich stelle den Schwierigkeitsgrad gleich wieder um. Wenn ich bei meinen Leuten wieder bin. You were shaking. I just thought something that looked like me had a gob boom at me from nowhere. I need a moment, right? That thing up there. It can't be me. It isn't. Dann ist das Sybil in diese schicke Stadt. Think of it like a reflection. Made real by magic for a single purpose. A coward's trick. So. Aufrüsten werde ich nichts können. Erstmal verlassen, aber ich stelle. That's probably your worst idea. Ich like anything else. I'm waiting. Halten wir jetzt mit denen. Last time I was at Wanderer's Rest, I was in chains. What for? Ran with a group of freebooters, hiding away their loot. Some of it might still be around. We could find it. For all the good that'll do us. Not now. But we could use it later. Get you an education. I've done just fine without one. There are no sappers in peacetime, Norm. And you deserve a better life than I've had. Besser werde ich da nichts können bei ihm.
Ich habe ja gerade 11.000 für meinen Perkbaum ausgegeben. You have not been killed. Good. You look troubled, Forgemaster. I put a lifetime's experience into the armor I made. But your guns got through them all the same. They're damn good guns, young. I couldn't have gone through that armor otherwise. Even so, it proves they're obsolete. The fork was replaced by the plow. Steel overtook iron. But the craftsman persists. What was that? Something to consider. Thank you, Death God. I must return to my work. So, ich möchte auch nicht verbessern können, nee. Dann gehe ich jetzt hier nochmal zu. Quatsch. Zu Bruder und Schwester, wollte ich sagen. Kann ich mit beiden reden? Kann ich mit beiden reden? You want worm food yet? Never thought I'd say this, but I'm glad to have you on the team. You call that a team? An old fart, a blacksmith, a god I can lose in a burlap sack, and you? You can leave whenever you want, you know. Leave my little brother with you lot. Fat chance. Oh, go away, will you? I'm sorting my catalysts. Also sie ist für... Ah, sie ist für Sprengstoff zuständig? Gut. Das ist gut zu wissen. Dann kann ich doch mal... Boah, diese Bombe hier verbessern. Und die kann ich auch mal verbessern. Also habe ich 4 Stück in meinem Trupp. Interessant. Run along now. Du noch zu erzählen, nix. Weil deine Schwester da am Weg ist, oder deswegen? No. You look worried. Sitting here. It's on a quest, really. But there's this stabilizing agent. Quack water. It's unproven, but nothing else has worked. Frankly, we're at a complete dead end. And this quack water, will getting it help you? Immensely. I'll do it. You will. She said she'll do it. She would waste her time on nonsense. According to my sources, the stabilizer can be found in 2 possible water sources nearby. I made this simple test. Just dip this vial underwater. If it changes color, that's the source. Sounds simple enough. I'll be back as soon as I can. Thanks. So, Pionier Quest. It means a lot, honest. Die nehme ich jetzt mal an. Ja, kann ich aber so direkt wieder nicht annehmen, weil das hier wieder buggy ist. Oh Gott. Pionierquest in sicheren Händen, da hat er doch angenommen. So, dann mache ich das mal verlassen. I'm sure I'll be back. Stell gleich nochmal wieder meine wieder auf normal um. Das schalte ich mal kurz ein. Bis zum Speichern. So, mal gucken, was hier geht. Aha, das ist ja schon wieder zurück. That's probably your worst idea yet. Like anything else you've tried has worked. Ich kann wahrscheinlich dann ja schnell reisen, ohne hier laufen zu müssen. Gut. Hier ist der Rutschweg gewesen, ja. Gut. Was haben wir sonst noch? Da unten gehen schon die Gegner los. Gut. Mal die Karte angucken. Grasland, da ist City of Sybil. Ja, und dann muss ich hier wahrscheinlich gegen Gott wieder kämpfen. Und zwischendurch wird es noch sicherlich die eine oder andere Mission geben. Hier in Weisheitsecke, oder was das heißen soll, Wisdom's Edge. Heißt auch vielleicht anders nachher übersetzt. Oh, da ist eine Enki-Feder. So kann ich da keinen Wegpunkt setzen. Erlaubt er nicht, schade. Also die Enki-Feder hole ich mir natürlich auch. Das wird der Weg hier zur Enki-Feder sein, nehme ich an. Oder? Ich nachher hier hochreise. Guck mal, ist da richtig, richtig. Ne, ist die andere Richtung. Enki-Feder. You're not but skin and bones. Ist oben. Have you been eating? Auf irgendwie im Turm. Wo ist die Enki-Feder? Die muss doch hier in der Nähe sein. Da werde ich schon irgendwie drankommen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier hochreisen muss zur Enki-Feder. Ich weiß aber kurz den Test, wo es da hingeht. Wahrscheinlich geht es hier zur Enki-Feder in eine völlig falsche Richtung. Ist trotzdem ein interessanter Weg hier.
muss hier. Ah. Gut, hier bin ich vorher runtergerutscht gewesen. Alles klar. Das heißt, es ist sozusagen, falls ich dann mal wieder abkacke. Hier geht's ja nur. Da komme ich nicht hoch. Gut. Ja, den töte ich jetzt noch schnell. Ich will noch wissen, was hier hingeht. Den töte ich noch schnell. Schalte den Apparat da vorne auch ein und dann gehe ich runter zu meinen Kumpels. Also ich kann mir vorstellen, dass die Enki-Feder wieder ganz oben auf dem hohen Berg liegt, gleich da vorne auf dem Berg. Und die ist auf jeden Fall. Ist das schon Zimmel da unten? Bin ich schon so nah? Nee. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas, ein Dörfchen mit einem Speicherpunkt. Ich glaube nicht, dass es die Enki-Feder ist. Nee, die Enki-Feder ist ganz hier hinten. Vielleicht kann sie da nicht markieren. Gut. So, was habe ich jetzt hier mit eingeschaltet? Da eine Schnellreise runter, da runter. Gut. Das lasse ich aber auch so als Schnellreise. Und ich will da gleich wieder ordentlich kämpfen, also. Laufe ich jetzt hier seriös wieder runter gleich. Oder rutsche runter. Und ab wo kann ich rutschen? Ab hier schon? Hier glaube ich gleich, ja. So, hier kann ich schon wieder rutschen. Hey, das ist ein anderes Dorf hier. Oh oh. Schön schade, ich krieg das ein anderes Dorf. Aber kann ich trotzdem mal freischalten. Oh, ich würde sagen. Finally, some respite. Ist auch ganz in der Nähe von meinen Leuten hier. Gut. Ich stelle jetzt wieder auf normal um. Haben wir einen Knopf. Ne, war nicht barrierefrei, Mist. Warum springt das um? Jetzt. Und jetzt spricht Mutti auch schon wieder komplett Englisch. Auch merkwürdig. Ich würde sagen, das Spiel hat ein Problem. Ich meine, das stört mich nicht auf Englisch, aber das hat doch die ganze Zeit mit Deutsch geredet. Zumindest die. Hä? Ist mir ein Rätsel. Hä? Und Reset to Default ist. Da backt doch was. Wahnsinn. Auf Do. Also. So. Ganz merkwürdig. Wo hat er sich jetzt die Sprache plötzlich hergezogen? Audio. Da unten, also Text Language. Ach, da war ich auch Standard. Ja, mein Fehler, Gott. Weil ich da auf versehentlich auf Wiederherstellen gedrückt habe. So, das lassen wir so. Na gut, dann hoffe ich mal, dass das gleich den Zettel noch lesen kurz. Kämpfer, aufgepasst. Seid ihr gut mit der Schubwasser? Habt ihr einen schnellen Schwertarm, ein Herz wie ein Löwe und Nerven wie ein Donnervogel? Das Schlupfloch sucht euch. Durchquert hinter Ernt den Farnhain und dann geht den Weg des toten Widders entlang. Aha. Das ist wahrscheinlich irgendwas Interessantes. Gott. Na gut. So, wenn ich raste, ist die Autobahn gespeichert. Also sage ich danke fürs Zusehen, tschüss, bis zur nächsten Folge, macht's gut.